Mein Name ist Carla Bache, ich bin 13 Jahre alt und ich reite hier in München reite ich jetzt die Small Tour Amateure. Was, Emma, wie schätzt du mich ein? Du redest sehr viel und bist sehr aufgedreht. Also ich bin Emma Bache, ich bin 15 Jahre alt. Ich reite hier die Profi-Dreiständetour mit meinen drei Pferden. Ich passe auf sie ab und zu auf, weil sie, ich glaube, sonst in ihrem Leben manche Sachen nicht auf die Reihe kriegt. Das können wir aber auch rausschneiden, oder? Ich weiß jetzt nicht genau, was sie damit meint. Also es darf sie selber gerne beantworten, was sie jetzt damit genau meint. Sie hat es mit der Zeit nicht so. Hallo, mein Name ist Tobias Bache. Das Alter verrate ich heute nicht. Ich betreibe mit meiner Familie die Hengstatt zum Bachel. Bin hier in München mit meinen zwei Mädels am Start. Also die erste Rolle ist sicher der Papa trotzdem zu sein. An zweiter Stelle kommt der Trainer. An dritter Stelle der Antreiber. Gott sei Dank mit der Mama zusammen. Mein Name ist Elke Bachel. Ich bin die Mama von der Emma und der Carla. Ich bin nicht am Reiten hier, ich bin hier, um alle zusammenzuhalten und zu schauen, dass alles läuft. Emma kam raus und war ja dann nicht platziert. Ich war plötzlich in der Platzierung relativ weit vorn. Die ersten sechs müssen immer einreiten. Und mein nächstes Pferd war aber schon wieder parat, um die nächste Prüfung zu reiten, war aber noch im Stall. Und dann habe ich mir das Pferd von meiner Tochter einmal ausleihen dürfen, was ganz, ganz selten vorkommt. Und ich habe hoffentlich nichts kaputt gemacht. Wie man dem helfen müssen? Oh, das ist jetzt eine gute Frage. Also eigentlich, er ist halt dann doch schon sehr gut erfahren, auch im Reitsport, das kann man auf jeden Fall sagen. Das heißt, er gibt eher mehr uns die Tipps. Da kann man ihm gar nicht so höchstens Ruhe reinbringen vielleicht. Ja, das ist halt das Ab Einzige. Ab und zu ist er ein bisschen zu gestresst. Ja, das ist... Ist schon so. Sie machen wieder gute Laune. Geh du mal nach links, sonst bin ich so klein. Ich gar nicht. Ich muss ein bisschen üben. Sollen wir vielleicht tauschen, dass ich größer bin? Nein! Du kleiner Zwerg. Die redet ganz viel. Mama! Nein, Mann! Also, soll ich jetzt... Die Labertasche. Ich kann auch selber halten.